Die Zahlen sprechen für sich. Jeder fünfte Bewohner der Erde ist ein Chinese. China ist heute Verbraucher der Welt, dicht hinter den USA. Doch angesichts der enormen Wachstumsraten steigt Chinas Energiebedarf 7-mal schneller als der Amerikas, während seine Reserven sich allmählich erschöpfen. China muss bereits heute die Hälfte seines Erdölbedarfs importieren. In 3 Jahren müssen 2 Drittel davon aus dem Ausland kommen, wenn Chinas Wirtschaft nicht zusammenbrechen soll. Also muss China unbedingt neue Lieferländer finden, um in einer zunehmend instabilen Welt seine Versorgung zu sichern. Bei der Jagd nach dem schwarzen Gold steht China in direkter Konkurrenz zu dem Land, das heute noch die Nummer 1 unter den Erdölverbrauchern ist, die USA. Der Wettlauf ums Öl hat begonnen. Peking, April 2007. Eröffnung der 8. Messe für Erdölförderung, auf der die wichtigsten internationalen Unternehmen der Branche zusammenkommen. 30.000 Besucher, Stände aus 42 Ländern. Die hier anwesenden Firmen bieten alles, was zur Förderung des schwarzen Goldes gebraucht wird. Von der Bohrstange für die Offshore-Arbeit über die Pipeline bis zum Supertanker der jüngsten Generation. Auch die Besucher kommen aus aller Welt. Ihre Herkunft vermittelt eine gute Übersicht der neuen Allianzen, an denen China im weltweiten Erdölreich zurzeit knüpft. Ich kann nur sagen, dass die Geschäfte zwischen China und dem Sudan zunehmen, und zwar sprunghaft. Es gibt hier in China enorme Möglichkeiten. Die Chinesen holen neue, fortschrittliche Technologien ins Land und sie machen einem gute Preise. Das ist einer der Gründe, weshalb Leute nach China kommen. Wir Iraner haben ein paar politische Probleme mit Europa und den USA. Die Beziehungen zu Asien, vor allem zu China und Indien, sind einfacher. Besser als zu Europa und den USA. Und das ist besser für uns. Was heute in Indien verkauft wird und was auch amerikanische Firmen weltweit verkaufen, wird zum großen Teil in China hergestellt. In Houston machen sie doch nur noch ihren Stempel auf die Verpackung. Es sind chinesische Produkte, die als amerikanische Produkte verkauft werden. Also, warum geben sie sich nicht einfach die Hand und alle sind zufrieden? Zhao Ziming ist der Organisator dieser Messe. Er war selbst als leitender Angestellter in der Ölbranche und ist heute Vorsitzender der Handelskammer der Ölförderungsausrüster. Unsere Messe findet jedes Jahr im April statt. Und von Jahr zu Jahr nehmen immer mehr Unternehmen aus dem Ausland teil. Und das ist gut so. Angesichts der schnellen Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes schätze ich, dass unser Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres bei 8% liegen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird entsprechend viel Energie gebraucht. Die aktuellen Fördermengen von Erdöl und Erdgas in China selbst können diesen Bedarf nicht decken. Wir müssen deswegen zum einen Erdöl und Erdgas importieren. Zum anderen müssen wir die Kooperation mit den ausländischen Erdölunternehmen verstärken. Das Gesicht der chinesischen Hauptstadt spiegelt die wirtschaftlichen Umwälzungen im Land wider. Innerhalb von 20 Jahren stieg die Anzahl der Autos um das 90-fache. Wenn dieses Tempo anhält, wird China im Jahr 2030 mehr Fahrzeuge herstellen als die USA. In einem Land, dessen Infrastruktur für einen solchen Bedarf nicht organisiert ist, gehören bei derartigen Wachstumsraten Energieengpässe zum Alltag. Stromausfälle und Benzinmangel behindern das tägliche Leben und den Firmenbetrieb.
Die Taxifahrer sind es mittlerweile gewohnt, sich bereits in den frühen Morgenstunden in die Warteschlangen an den Tankstellen einzureihen. Ist das hier jeden Tag so? Der Erdölpreis ist gestiegen, aber nicht übertrieben. Zurzeit gibt es eben einen Engpass. Es ist ein vorübergehendes Problem. Die Provinzregierung wird schon einen Weg finden. Es gibt zu wenig Erdöl. Unsere Taxis bekommen kein Benzin mehr. Um zu tanken, müssen wir Schlange stehen. Das geht jetzt schon 2 Wochen so. Gibt es in der Provinz nicht genug Erdöl? Ja, in ganz China gibt es nicht genug. 3 große Ölfirmen wurden in den späten 80er Jahren gegründet und sind so etwas wie die Stoßtruppen des chinesischen Staates. Sie sollen dem Land ausreichend finanzielle Schlagkraft verleihen, um auf dem internationalen Ölmarkt mithalten zu können. Die CNOOC, China National Offshore Oil Corporation, die Sinopec, China National Petrochemical Corporation und die CNPC, China National Petroleum Corporation, die größte der 3. Zusammen beschäftigen sie weltweit Zehntausende von Mitarbeitern, dazu Hunderte von Händlern auf den Parketts der Ölbörsen von London, New York oder Singapur, um die astronomischen Mengen zu kaufen, die das Land braucht. Da China gezwungen ist, sich im Ausland zu versorgen, hat es begonnen, auf seine Art die Welt zu erobern. Jedes Land, das über Ölvorkommen verfügt, darf seiner Aufmerksamkeit sicher sein. Allen voran die Staaten Afrikas. Rund 10% der weltweiten Ölproduktion kommt aus dem afrikanischen Kontinent. Und in den vergangenen Jahren wurden dort große neue Vorkommen entdeckt. China ist ein Spätankömmling auf dem Ölmarkt. Und so bereist Staatspräsident Hu Jintao höchstpersönlich die afrikanischen Länder, um neue Lieferverträge abzuschließen. Im Gepäck führt er alles mit, was die Staatsoberhäupter des Kontinents China gewogen machen könnte. Chinesische Firmen sind in Afrika sehr aktiv. Sie gehen in ein afrikanisches Land und sagen: Also, wenn wir den Öldeal abschließen, bekommt ihr zusätzlich noch ein Kommunikationssystem und ein neues Bahnnetz oder einen neuen Hafen. Geld spielt keine Rolle. Da kann ein Konzern wie Total oder BP nicht mithalten. Es ist doch so, die multinationalen Konzerne müssen transparent operieren. Sie sind an Gesetze gebunden. Und mit einem Mal haben sie es mit einer völlig neuartigen Konkurrenz zu tun. Mit Firmen, die nach... Die Folge ist, die westlichen Multis haben bei fast jedem Auftrag das Nachsehen. Der Tschad ist seit 4 Jahren Mitglied im Club der erdölfördernden Länder. Dank des ständig steigenden Ölpreises füllen sich die Kassen des Landes rapide. 1 Milliarde Dollar betrugen die Öleinkünfte allein für das vergangene Jahr. Die Bevölkerung des Tschad dagegen gehört weiter zu den ärmsten der Welt. Die Bodenschätze des Landes werden fast ausschließlich von westlichen, zumeist amerikanischen Firmenkonsortien ausgebeutet. Aber getreu seiner Strategie der Energiebeschaffung operiert auch China im Tschad. Einige große Bauvorhaben, ein paar neue Straßen. Das sind die inzwischen klassischen Beigaben zu den kürzlich zwischen beiden Ländern unterzeichneten Verträgen. Für das Regime des Tschad hat die Zusammenarbeit mit China ein weiteres Plus. Die absolute Zusicherung der Nicht-Einmischung in die Politik des Landes. Das unterscheidet China von seinen westlichen Konkurrenten. Deren über die Weltbank zugeteilte Finanzhilfen sind an Bedingungen gebunden. Das Bemühen um Transparenz und Demokratie und die Verwendung des Großteils der Öleinnahmen für die Bekämpfung der Armut. China verlangt von all dem nichts. Verträge über Großprojekte und Finanzhilfen enthalten keinerlei Klauseln über Gegenleistungen. Und Chinas Zinssätze sind konkurrenzlos.
Die Chinesen praktizieren eine Zusammenarbeit, die sie als Win-Win bezeichnen. Also vorteilhaft für beide Seiten, ohne Bedingungen. Und unter Wahrung der Souveränität des Empfängerlandes. Bei westlichen Staaten ist eine Kooperation immer an bestimmte politische Bedingungen wie eine verantwortliche Staatsführung geknüpft. Ich will damit nicht sagen, dass wir im Tschad kein Interesse an einer guten Staatsführung oder Demokratisierung hätten. Aber das Unangenehme an der Zusammenarbeit mit westlichen Ländern ist, dass ihre Auflagen manchmal etwas übertrieben sind und eher ein politisches Druckmittel darstellen als einen aufrichtigen Beitrag zur Stabilisierung eines Landes oder zur Verbesserung seiner Lage. Ein beträchtlicher Teil des bisher dem Westen vorbehaltenen Öl des Tschad wird in Zukunft also nach China fließen. Seit einem Jahr führt Chinas Erdölkonzern CNPC im Süden und im Westen des Landes Suchbohrungen durch. Die Ergebnisse sind vielversprechend. Inzwischen haben sich im Tschad Aktivisten in der GRAMP, der Initiative für alternative Forschungen und Ölmonitoring, zusammengetan. Sie achtet darauf, dass die Lokalbevölkerung wie versprochen von den Einnahmen aus dem Erdöl profitiert. Ihre Vertreter hatten Gelegenheit, die chinesischen Ölexperten der CNPC kennenzulernen. Die Chinesen sprechen eine eindeutige Sprache. Sie sagen, wir kommen in afrikanische Länder, um zu investieren. Wir kümmern uns nicht um ihre Innenpolitik. Wir betrachten sie als souveräne Staaten. Als Afrikaner haben wir gesagt, okay. Westliche Firmen kommen mit ihrer jeweiligen Regierung im Rücken zu uns und mit Bedingungen, die zum Beispiel Menschenrechte und Demokratie betreffen. In der Praxis unterstützen diese westlichen Länder aber weiterhin, ob aktiv oder passiv, nicht demokratische Regime. Was wir bei den Chinesen feststellen, ist die Aufrichtigkeit ihrer Argumentation. Sie sagen, die Innenpolitik ist uns egal. Wir haben keine Vorbedingungen wie Menschenrechte, Demokratie und so weiter. Wir wollen Geschäfte machen, Punkt. Das ist wenigstens klar und deutlich. Heute fahren zwei Aktivisten der GRAMP in die Region um Doba, um dort mit Dorfbewohnern aus dem Süden des Landes zu sprechen. Das Dorf Ngalaba liegt in einem der größten Erdölbecken des Tschad, das heute noch von westlichen Firmen, vor allem von der Esso, kontrolliert wird. Aber auch chinesische Firmen haben die Absicht, sich so bald wie möglich in der Region zu etablieren. Hier im Süden des Landes finden sich so gut wie keine Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung vom angeblich so märchenhaften Ölsegen profitiert. Ngalaba ist umzingelt und durchschnitten von der Infrastruktur der Ölförderung. Sie haben versprochen, Schulen zu bauen. Sie haben versprochen, Wassertürme zu bauen. Sie haben sogar versprochen, gute Straßen zu bauen. Die Chinesen haben auch versprochen, Krankenhäuser zu bauen. Bis jetzt ist davon nichts zu sehen. Wer sich behandeln lassen will, muss 11 Kilometer weit laufen. Dabei haben sie versprochen, wenn das Öl erst einmal fließt, wird es uns hier gut gehen. Trotz der geltenden Bestimmungen treten die Ölfirmen die Interessen der Bevölkerung mit Füßen. Die chinesischen Firmen nehmen keine Rücksicht auf die Umwelt, verhandeln nur mit den Regierungen und gehen nicht auf die Bevölkerung zu. Wir befürchten, wenn diese Firmen erst einmal haben, was sie wollen, wird sich die Lage der Bauern im Fördergebiet noch verschlechtern. Angesichts der zunehmenden Instabilität im Nahen Osten und in Afrika wendet sich China verstärkt auch einem anderen Teil der Welt zu, der ebenfalls über reiche Ölvorkommen verfügt: Lateinamerika. Nach zwei misslungenen Staatsstreichen gelingt es Hugo Chavez 1998, die Macht in Venezuela auf legalem Weg zu erobern. Spätestens seit seiner triumphalen Wiederwahl 2006 ist er für die amerikanische Regierung ein rotes Tuch.
Sie befürchtet seine politische Ausrichtung und seine Rhetorik gegen den amerikanischen Imperialismus könnten sich in ganz Lateinamerika verbreiten. Aber Chavez besitzt eine entscheidende Waffe: Venezuelas Öl, die bisher größten unausgeschöpften Vorkommen der Welt. Venezuela leidet unter vielen Übeln. Unser Armutsindex ist absolut inakzeptabel. Von 25 Millionen Einwohnern leben 40% unterhalb der Armutsgrenze. 400.000 erwachsene Venezolaner können weder lesen noch schreiben. Ein erheblicher Prozentsatz der Bevölkerung hat keinen Zugang zu Bildung, Gesundheitsfürsorge, nicht einmal zu einer angemessenen Ernährung. Unser einziges Plus ist das Erdöl. Und das setzen wir ein, um die großen sozialen Unterschiede zu verringern, die es in Venezuela gibt. Der erste lateinamerikanische Energiegipfel auf der Insel Margarita vor der venezolanischen. Programm steht die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Lateinamerikas und das von Venezuela ausgerufene Ziel, sich von den USA, dem bisherigen Hauptabnehmer des Erdöls der Region, zu emanzipieren. Vor diesem Hintergrund ist der scheinbar grenzenlose Ölhunger Chinas Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen. China ist einer der wichtigsten Partner in unserer Politik der Erweiterung unseres Erdölmarktes. Es handelt sich um Projekte von großem Ausmaß, die zum Ziel haben, ab 2012 eine Million Barrel Erdöl pro Tag an China zu liefern. Eine Million Barrel pro Tag. Das sind 15% der Ölmenge, die China zurzeit verbraucht. Angesichts solcher Größenordnungen wird schon bald ein Drittel der venezolanischen Produktion nach China gehen. In seinem Kampf für das, was er den Sozialismus des 21. Jahrhunderts nennt, weiß Hugo Chavez, dass er nur wenig Spielraum hat. Er kann es sich nicht erlauben, alle Brücken zu den USA, dem größten Energiemarkt der Welt, abzureißen. Dennoch spielt China eine Schlüsselrolle in seiner Strategie, die auf neue internationale Bündnisse abzielt. Präsident Chavez hat sich viel vorgenommen. Die Lebensbedingungen der Bedürftigsten, also die soziale Struktur, zu verbessern und die Struktur der Wirtschaft zu rationalisieren, um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern. China hat sowohl auf Regierungs- wie auf Unternehmensebene ein offenes Ohr für die Sorgen von Präsident Chavez. Seit dem spektakulären Wiederanstieg der Ölpreise wurden neue Technologien entwickelt, um auch bis dahin wenig rentable Vorkommen auszubeuten. Dazu gehört auch das sogenannte Schweröl, das eine komplizierte und teure Verarbeitung erfordert, bevor es auf dem Markt angeboten werden kann. Venezuelas Schwerölreserven gehören zu den größten der Welt. In den letzten beiden Jahren haben sich die Chinesen auf diesem Sektor eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Im Zentrum ihrer Bemühungen das Orinoco-Tal. China und Venezuela wollen ihre Zusammenarbeit in drei Etappen intensivieren. Erstens eine Ausweitung der Aktivitäten der CNPC im Orinoco-Tal. Zweitens die Errichtung von Raffinerien in China, um die zu erwartenden Rohöllieferungen aus Venezuela bei uns verarbeiten zu können. Das dritte Ziel ist eine gemeinsame Tankerflotte in Form eines binationalen Unternehmens aufzubauen. Das ist die Idee. Washington beobachtet diese Annäherung mit großem Argwohn. Bis zur Machtübernahme von Hugo Chavez war Venezuela ein treuer Verbündeter der USA.
Heute ist das Verhältnis zwischen beiden Ländern gespannt. Venezuela wird zu einem immer größeren Problem für alle. Seine Führung, Präsident Chavez, ist eindeutig sozialistisch ausgerichtet und neigt dazu, die Ölvorkommen des Landes willkürlich einzusetzen. Das heißt, Dinge zu tun, die anderen Ländern schaden, wie etwa den USA, mit deren Politik Venezuela nicht einverstanden ist. Ich glaube, dass aufgrund der Politisierung des venezolanischen Erdöls erhebliche Probleme auf uns zukommen. Deshalb müssen wir alle enger zusammenarbeiten, um eine Änderung in Präsident Chavez' Verhalten zu bewirken. Sonst könnten die Dinge außer Kontrolle geraten. Sepa el pueblo de los Estados Unidos que lamentablemente ni una gota de petróleo les llegará desde Venezuela. Ni una gota de petróleo más. Meine Rolle ist es, die Situation zu beobachten und Peking zu informieren. Es ist nicht meine Aufgabe, mich in die Probleme oder die heikle Beziehung zwischen Venezuela und den USA einzumischen. Ich glaube, beide Seiten sind intelligent genug, um zu einer Lösung zu kommen. Die USA, der Energieverbraucher Nummer 1. Nordamerika verbraucht ein Viertel des weltweit verfügbaren Erdöls. Seit dem Ende des Kalten Krieges profitiert das Land von seinem Status als einzige Supermacht, um seine Vorherrschaft auf dem Ölsektor zu verfestigen. China, dessen wirtschaftliches Wachstum innerhalb weniger Jahre alle anderen Volkswirtschaften hinter sich gelassen hat, stellt diese Vormachtstellung zunehmend in Frage. Die USA sind heute der größte Energieverbraucher der Welt. Aber laufenden Schätzungen zufolge wird China die USA in den nächsten 2 oder 3 Jahren überholen. Die chinesische Wirtschaft wächst und wächst und damit ihr Energiebedarf. Und das ist eine Bedrohung für unseren Anteil am Weltmarkt und unsere Fähigkeit zu produzieren. Die Energie hat einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie schnell eine Wirtschaft wächst. Ohne Energie keine Wirtschaft, ohne Energie keine Produktion. Die USA verbrauchen zwar viel Energie, aber wir produzieren auch viel. Viel, das in den weltweiten Wirtschaftskreislauf einfließt und viel für die Verbraucher bei uns zu Hause. Auch wenn sie 2/3 ihres Ölbedarfs einführen, die USA sind der drittgrößte Produzent von Rohöl. Knapp hinter Saudi-Arabien und Russland. Ein beträchtlicher Teil dieses Öls wird von einer Unzahl kleiner, unabhängiger Produzenten gefördert, die 90% der Bohrungen betreiben, wie hier im kalifornischen Kern County, einem der ältesten Ölfördergebiete der USA. Jim Hall ist einer dieser kleinen Produzenten, wie schon sein Vater und sein Großvater. Mein Vater übernahm die Firma nach dem Zweiten Weltkrieg von seinem Vater. Seit 1982 habe ich die Leitung. Alles lief großartig, bis 1986 die Ölpreise einbrachen. Die nächsten 15 Jahre lebten wir von der Hand in den Mund. Wir schafften es gerade so. Aber es gibt uns noch. Und wir sind optimistisch, dass wir hier noch 30 oder 40 Jahre weitermachen können. Mit dem Wiederanstieg der Preise haben die Unabhängigen wieder Wind in den Segeln und nehmen auch Ölquellen wieder in Betrieb, die in schlechten Zeiten stillgelegt wurden. Heute liefert die Region um Bakersfield 10% der Gesamtproduktion der USA. 85% aller Ölquellen des Landes liegen unter diesem Boden, am Rande der Mojave-Wüste, die im 19. Jahrhundert zur Wiege des großen Epos vom schwarzen Gold wurde.
Das Einzigartige an unserem Ölfeld ist, dass wir immer noch viele Werkzeuge und Maschinen einsetzen, die schon Anfang des 19. Jahrhunderts benutzt wurden, als hier das erste Öl gefunden wurde. Es ist gewissermaßen eine Rückkehr zu den Wurzeln der Ölindustrie, als die Fördermethoden entwickelt wurden, die noch heute weltweit angewendet werden. Were developed and they're in application around the world today. The one thing that we are very much aware of and eine Sache, der wir uns absolut bewusst sind und die niemand vorhergesagt hat, ist der Anstieg des Erdölbedarfs in China. Die Nachfrage ist gegenüber dem Angebot enorm gestiegen und das hat die Preise nach oben getrieben. Wenn der Ölpreis nicht gestiegen wäre, hätten wir dicht machen müssen. Als unabhängiger Ölproduzent in den USA sehe ich die Chinesen nicht als Konkurrenz. Mich interessiert vor allem der lokale Markt. Wenn die Chinesen auf einem Feld nebenan fördern oder Unocal kaufen würden, dann würde ich sie wohl eher als Konkurrenten sehen. Im Moment aber nicht. Maybe as a competitor, but right now I don't see that. 2005 vollzieht sich eine entscheidende Wende im Kampf ums Erdöl. Damals ist Chinas Öldurst so groß, dass Peking alles daran setzt, einen eigenen Ölmulti zu besitzen. Die Chinesen beginnen mit einem Vorstoß zur Übernahme eines Kernstücks der amerikanischen Erdölindustrie, des Unocal-Konzerns. Der drittgrößte chinesische Konzern, CNOOC, gibt ein Übernahmeangebot für das kalifornische Unternehmen ab. Die amerikanische Politik reagiert mit heftiger Empörung. Sie sieht in dem chinesischen Vorstoß einen Angriff auf die lebenswichtigen Interessen ihres Landes. Herr Vorsitzender, wir haben es hier nicht mit einem normalen Übernahmeversuch einer Gesellschaft durch eine andere zu tun. Es handelt sich vielmehr um den Versuch der mächtigsten kommunistischen Diktatur der Welt, einen amerikanischen Großkonzern zu übernehmen. Der Kongress war mitten in den Beratungen über ein Energiegesetz, das auf eine Steigerung der einheimischen Energieproduktion abzielte, um die Kontrolle über unsere Zukunft zu sichern. Und mitten in diesen Beratungen kam die Meldung, dass die staatliche chinesische Offshore-Gesellschaft ein Angebot für einen der größten amerikanischen Ölförderer gemacht hatte. Wenn es um die Kontrolle über unsere Zukunft geht, stellt die Übernahme eines unserer großen Ölförderunternehmen durch eine chinesische Firma natürlich eine Bedrohung dar. Und je mehr wir darüber nachdachten, desto klarer wurde uns, dass etliche Technologien, für die Unocal Patente besitzt, zum Beispiel für Tiefseebohrungen und Sonartests, auch noch in anderer Weise eingesetzt werden können. Nicht nur zur Öl- und Gasförderung, sondern auch auf militärischem Gebiet. All das hätten die Chinesen mitgekauft. Der Kongressuntersuchungsausschuss diskutiert Tage und Nächte lang. Am Ende sehen sich die Chinesen gezwungen, ihr Angebot zurückzuziehen. Das Problem war, der Vorstoß kam zu einer Zeit, als Chinas Expansion ohnehin bereits mit sehr großem Misstrauen betrachtet wurde. China war zuvor schon in Kanada und Venezuela aktiv geworden. In Washington waren sich alle bewusst, dass die Abhängigkeit der USA von ausländischem Öl wächst. Das heißt vor allem von der Rohölzufuhr aus der westlichen Hemisphäre. Deshalb war für viele in Washington die Vorstellung alarmierend, dass eine Großmacht wie China in die westliche Hemisphäre eindringt und dort das Öl aufzukaufen beginnt, auf das die USA so sehr angewiesen sind. Das hat besonders den Kongress beunruhigt. Bill Reinsch ist Vorsitzender des amerikanischen Verbands für den Freihandel. In der Unocal-Affäre war er im Prinzip auf Seiten der Chinesen. Aber auch im Land des freien Handels hat die Freiheit des Marktes ihre Grenzen.
Die Wirtschaft ist ein System kommunizierender Röhren. Sie kaufen etwas hier, dafür kaufen sie woanders weniger. Insgesamt macht das keinen Unterschied. Es funktioniert, solange Angebot und Nachfrage einigermaßen ausgeglichen sind und sich im gleichen Maße entwickeln. Wenn die Chinesen also in den USA unlokal kaufen, kaufen sie hier nichts anderes. Das wird dann eben von einem Dritten gekauft. Das regelt normalerweise der Markt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt des Marktes. Angenommen, die Nachfrage steigt schnell, wie jetzt in China und Indien, das Angebot aber bleibt gleich oder wächst nicht so schnell mit, dann verändert sich das gesamte Marktverhalten. Dann geraten Sie sehr schnell an einen Punkt, an dem es Lieferengpässe gibt und Firmen, ja ganze Länder, anfangen zu horten. Die Chinesen haben nicht einfach versucht, Öl zu kaufen, sondern Produktionskapazitäten. Wenn sie diese Kapazitäten in ihren Besitz gebracht und dann angesichts der Marktsituation beschlossen hätten, das Öl für sich zu behalten, statt es auf dem Markt zu verkaufen, würde das die Engpässe erheblich verschärfen. Das könnte in den USA zu Versorgungsproblemen führen, und das wäre dann eine Frage der nationalen Sicherheit. Für eine Bande Kommunisten sind sie sehr gute Kapitalisten. Ken Curtis ist einer der einflussreichsten Männer in der neuen chinesischen Geschäftswelt. Der ehemalige Leiter der amerikanischen Großbank Goldman Sachs war einer der wichtigsten Vermittler bei der versuchten Übernahme von Unocal durch die chinesische CNOOC. Der gebürtige Kanadier konnte den gesamten Vorgang aus der ersten Reihe beobachten. Es wäre eine überaus bedeutende Transaktion gewesen, die bis dahin größte Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen. Der Handel mit Energie ist etwas anderes als das Kaufen oder Verkaufen von Joghurt. Sie bewegen sich unmittelbar in einem politischen Umfeld. Es ist kein vollkommen transparenter und freier Markt. Hinter jeder großen Ölfirma stehen strategische Interessen. Der jetzige Botschafter der USA in Bagdad war früher bei Unocal. Der jetzige Präsident Afghanistans war ebenfalls bei Unocal. Die Regierung, nach dem Sturz des Taliban-Regimes unterzeichnete Vereinbarung, war die Erteilung einer Konzession an Unocal. Die Bereiche Energie, Politik und Wirtschaft greifen ineinander. Der Kauf und Verkauf von Firmen in diesem Sektor berührt die große Politik und das Herz der Wirtschaft. Ich glaube, der Fall Unocal hat viele Leute geweckt. Vor allem die USA, die erkennen mussten, dass ihnen ein Land gegenübersteht, aus dem über kurz oder lang ein ernstzunehmender Rivale werden könnte. Auch China wachte dadurch auf. Es war ja ein Neuling im weltweiten Kapitalismus gewesen und hatte ziemlich arglos begonnen, ein bisschen mitzumischen. Unocal zeigte den Chinesen, dass der Energiemarkt kein Kinderspielplatz ist. Seitdem hat China auf seiner Suche nach Energie seinen Blickwinkel erheblich erweitert. Und seit diesem Rückschlag hat es seine Aktivitäten noch einmal deutlich gesteigert. Nach ihrem gescheiterten Versuch, westliche Produktionskapazitäten auf dem Markt zu erwerben, mussten die Chinesen ihre Strategie überdenken. Heute sucht China neue Allianzen mit ölfördernden Staaten überall auf der Welt und ungeachtet der politischen Ausrichtung des gerade herrschenden Regimes. Es ist die politische Richtlinie unserer Regierung, dass ein Unternehmen wie das unsere mit allen möglichen internationalen Partnern zusammenarbeiten soll, damit wir gemeinsam davon profitieren und uns entwickeln. Wir haben bereits in der Vergangenheit mit den USA zusammengearbeitet. Zum Beispiel wollten wir das Unternehmen Unocal übernehmen. Dabei haben wir alle Marktregeln sorgfältig beachtet, aber das Ergebnis ist ja bekannt. Wir wollen trotzdem weiter nach den internationalen Geschäftsregeln verhandeln, damit wir in Zukunft noch besser mit den USA zusammenarbeiten können. Thank you.
Bei diesem Wettlauf ums Öl weiß China, dass es dabei immer wieder auf die USA stoßen wird. Daher weicht China in Allianzen mit Ländern aus, die seinem schärfsten Konkurrenten feindlich gegenüberstehen, wie etwa der Iran. Da Teheran wegen seiner nuklearen Ambitionen von der internationalen Gemeinschaft ausgegrenzt wird, sieht der Iran in China einen idealen Verbündeten. China hat im Vergleich zu allen anderen asiatischen Mächten einen Riesenvorteil. Es verfügt nämlich als einziges über ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat. In dieser Beziehung lohnt es sich für Länder, die Probleme mit dem Sicherheitsrat haben, wie der Iran wegen der Nuklearfrage, China zu umwerben, weil es dort Druck ausüben kann. Und die Iraner wissen das sehr zu schätzen. Schließlich haben sich die Chinesen bisher im Sinne der Iraner verhalten, indem sie die Versuche einer Verurteilung des Iran verzögerten. Vor allem den Abstimmungsprozess in Bezug auf Sanktionen, die den Iran vor erhebliche wirtschaftliche und sogar soziale Probleme stellen können. Zweites Beispiel für die wenig skrupellose Suche nach neuen Allianzen: der Sudan, Chinas Hauptöllieferant. In den vergangenen 15 Jahren hat eine westliche Firma nach der anderen das Land verlassen, wegen des zunehmenden Sicherheitsrisikos, aber auch, um nicht länger ein Regime zu unterstützen, das die eigene Bevölkerung terrorisiert. China bereitet das offenbar kein Kopfzerbrechen. Peking bleibt seiner Doktrin der Nicht-Einmischung treu und drückt beide Augen zu, wenn das Regime in Khartoum nicht zögert, ganze Regionen zu entvölkern, um sich die Kontrolle über ihre Ölvorkommen zu sichern. Nach den Bewohnern des Südsudans trifft es nun die Menschen in Darfur, dessen Boden den Großteil der Ölreserven des Landes birgt. Fast täglich werden sie zu Opfern von Milizen, die der sudanesische Staat bewaffnet. Hier am Sitz des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen in New York entscheidet sich zum großen Teil das Schicksal der jeweiligen Bevölkerung. Die internationale Gemeinschaft tut sich schwer, in Sachen Iran und Sudan eine einmütige Haltung einzunehmen. Im Zentrum der Diskussionen China, das damit droht, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, falls gegen seine Ölverbündeten allzu schwerwiegende Sanktionen beantragt werden sollten. In the case of Sudan and Iran, there are Was den Sudan und Iran angeht, stehen wir vor besonderen Problemen, weil beide Länder gegen internationales Recht verstoßen. Der Sudan trägt eine große Verantwortung für den Völkermord in Darfur. Der Iran sieht sich einer weltweiten Ablehnung seiner Atompolitik gegenüber. Beide Staaten widersetzen sich also internationalen Übereinkünften. Und da China ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat hat, wollen diese beiden Länder, dass China auf ihrer Seite ist. Deshalb suchen sie eine möglichst enge Bindung an China und bieten dafür nie dagewesene Bedingungen für Öl- und Gaslieferungen. So wollen sie sicherstellen, dass China im Gegenzug durch sein Vetorecht im Sicherheitsrat die Fortsetzung ihrer Politik ermöglicht. Marian Tsumbolev vertritt bei den Vereinten Nationen die ICG, die International Crisis Group, eine Nichtregierungsorganisation, die bei der Anprangerung der Darfur-Tragödie wortführend ist. China hat bisher keine Resolution des Sicherheitsrates gegen den Sudan zu Darfur unterstützt. Nichts, das auf Druck, Sanktionen oder auch nur eine klare Verurteilung hinausläuft. Tatsächlich hat China genau das Gegenteil getan. China hat versucht, verschiedene Resolutionsentwürfe von anderen Sicherheitsratsmitgliedern abzuschwächen, mit denen Druck auf die Regierung des Sudan ausgeübt werden sollte. Diese Entwürfe wurden sowohl verzögert als auch im Wortlaut abgeschwächt. Und selbst als für diese Entwürfe Kompromisse gefunden wurden, hat sich China dann enthalten. Wenn ein Entwurf zum Beispiel den Vorschlag enthielt, ein Waffenembargo über den Sudan zu verhängen, sagten die Chinesen,
Das ist vielleicht nicht ratsam. Vielleicht sollten wir ein Waffenembargo ausschließlich für Darfur in Betracht ziehen. Der Rest des Sudan hat mit dem Darfur-Konflikt nichts zu tun. Und das ist am Ende auch dabei herausgekommen. Ein Waffenembargo für Darfur, was offen gesagt unsinnig ist, angesichts der Tatsache, dass Darfur ein Teil des Sudan ist. Jetzt erlaubt der UN-Sicherheitsrat also die Einfuhr von Waffen in den Sudan, von wo sie natürlich nach Darfur gebracht werden. Und es gibt keinen Weg, das zu verhindern. Grenze des Sudan, der Tschad. Zehntausende sind aus dem Sudan in das Nachbarland geflohen, dessen Grenzregion inzwischen auch zum Rückzugsgebiet der Anti-Regierungsrebellen aus Darfur geworden ist. Als Vergeltung unterstützt und finanziert der Sudan die regierungsfeindlichen Kräfte im Tschad mit den Öleinnahmen aus China, das wiederum dem Sudan die nötige militärische Ausrüstung liefert. So kann China mit beiden Seiten jonglieren und über die Rebellen Druck auf die Regierung des Tschad ausüben. Zu diesem Hintergrund gehört ein weiteres Element im Puzzle, die Insel Taiwan, Chinas regionaler Hauptgegner und treuer Verbündeter der USA. Bis 2005 war der Tschad eines der wenigen afrikanischen Länder, die Taiwan anerkannten. Angesichts des wachsenden Drucks durch die von China bewaffneten Rebellen blieb dem Tschad keine andere Wahl, als seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zu lösen und wieder eine Botschaft in Peking zu eröffnen. So bekam der Tschad eine Atempause und China neue Ölverträge. Ein klassisches Win-Win. La place que occupe Angesichts der zunehmenden Bedeutung Chinas auf wirtschaftlicher, politischer und strategischer Ebene und nicht zuletzt im Weltsicherheitsrat konnte der Tschad nicht gleichgültig bleiben und musste China in sein Kalkül mit einbeziehen, um einige Probleme zu lösen, die uns in den Bereichen Hilfe und Zusammenarbeit zu schaffen machen. Wir können aus der Zusammenarbeit mit China wesentlich mehr Gewinn ziehen, als die Provinz Taiwan uns bieten könnte. Wir können dadurch eventuell auch mit Chinas diplomatischer Unterstützung rechnen, um mit einigen Problemen fertig zu werden, die uns Sorgen bereiten. Zum Beispiel, und das ist kein Geheimnis, unsere Beziehungen zum Sudan in der Darfur-Frage. Es geht darum, China unsere Sicht der Dinge, unseren Standpunkt, unsere Sache begreiflich zu machen, damit es gegenüber dem Tschad und dem Sudan eine ausgewogene Haltung einnimmt, anstatt möglicherweise das Regime in Khartoum vorbehaltlos zu unterstützen. Taiwans Bedeutung beruht vor allem auf seiner strategischen Lage. Die Insel beherrscht den internationalen Schiffsverkehr im chinesischen Meer. Und hier liegt Chinas Schwachpunkt. Der Großteil seiner Ölimporte erfolgt auf dem Seeweg. Im Fall einer Krise wäre es der US Navy, der mächtigsten Flotte der Welt, ausgeliefert. In der Straße von Taiwan, die immer noch fest unter amerikanischer Kontrolle ist, bündeln sich die Ölrouten für den gesamten Fernen Osten. Die Chinesen sind sehr besorgt, dass ihre Energiezufuhr eines Tages gefährdet sein könnte. Diese Furcht beruht auf der Tatsache, dass die USA die größte Seemacht der Welt sind und die Meere beherrschen. Also tun die Chinesen zweierlei. Erstens, sie bauen eine Flotte. Sie investieren enorme Summen in eine hochseefähige Marine. Zweitens, sie errichten ein Pipeline-Netz, das sie über Land aus Kasachstan, Russland, Burma und anderen Staaten mit Öl versorgen soll, um sicherzugehen, dass sie nicht abgeschnürt werden können, falls es im Zusammenhang mit Taiwan oder einem anderen Konflikt zu einer Blockade kommt. China will auf keinen Fall in eine Situation geraten wie Japan vor dem Zweiten Weltkrieg, als die USA ein Embargo verhängten und Japan kein Öl mehr bekam. Die Chinesen sind in diesem Punkt sehr empfindlich. Und der Hauptgrund für die Spannungen zwischen den USA und China ist die Kontrolle über die Schifffahrtsrouten, vor allem jene, von denen die Energieversorgung abhängt. Im Wettlauf um das Öl lautet das Schlüsselwort auch für die USA Versorgungssicherheit.
Die Lage im Nahen Osten scheint dauerhaft instabil und die Ölreserven der Region schwinden. Amerika ist wie China gezwungen, weltweit nach neuen Ölquellen zu suchen. Eine Konfrontation scheint programmiert. Robert McFarlane war in den 70er und 80er Jahren Sicherheitsberater mehrerer amerikanischer Präsidenten. Ich glaube in der Tat, dass die Welt vor einem Wettbewerb steht, der sehr schnell außer Kontrolle geraten könnte. Ein China, das für sein Öl auf bestimmte Länder angewiesen ist, wird sich wahrscheinlich eher wenig um ihr Verhalten in wichtigen Punkten kümmern. Sei es die Weitergabe von nuklearem Material, die Unterstützung des Terrorismus oder die Nichtachtung der Menschenrechte. China hat ja bisher schon auf seiner Jagd nach Öl nicht immer verantwortungsbewusst gehandelt. Andererseits hat China kein Interesse daran, in einen Krieg um Energieressourcen verwickelt zu werden. Es wäre eine Verschwendung von Geld. Und der Ausgang einer bewaffneten Auseinandersetzung um Rohstoffe wäre bestenfalls unsicher. Egal, ob nun mit Japan oder den USA. China ist, was es ist. Wir können China nicht ändern. Wir müssen mit China leben. Wir müssen mit den Chinesen zusammenarbeiten und die Spannungen auf ein Mindestmaß begrenzen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Energiebedarf der entscheidende Faktor für die Zukunft der chinesischen Wirtschaft ist. Und wenn es uns nicht gelingt, den Energiekuchen zu vergrößern und mehr Energie für alle zu gewährleisten, ist beinahe sicher, dass es Konflikte und Krieg geben wird. Conflict and war. Nous avons aujourd'hui die Hälfte der Menschheit, die Bevölkerungen Chinas, Indiens, Vietnams und der anderen asiatischen Länder, will heute so leben wie wir. Und es gibt keinen Grund, warum sie das nicht sollte. Wie wird der Westen darauf antworten? In Ordnung, dann bekommt ihr eben mehr und wir weniger? Ganz sicher nicht. Fest steht, dass die Frage der Energieversorgung immer wichtiger wird und auf der politischen Weltbühne immer mehr in den Vordergrund rückt. Es kann sogar zu Konflikten kommen. Ich glaube allerdings auch, dass die strategischen Bündnisse zwischen den betroffenen Ländern immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Wir werden eine zunehmende Politisierung des Energiesektors und einen unerbittlichen Kampf um die Kontrolle der Energieressourcen in der ganzen Welt erleben. Das heißt, Regionen wie Afrika oder Zentralasien stehen heute erneut im Zentrum des weltweiten politisch-wirtschaftlichen Schachbretts. Afrika, das neue Zentrum der Welt. Oder das neue Schlachtfeld. Das Öl und der erbitterte Wettkampf zwischen alten und neuen Großmächten sind dabei, das Gleichgewicht unseres Planeten zu verändern. Ist aus der Sicht des Tschad Erdöl also eine Chance oder ein Fluch? Wir beobachten eine Verarmung der Bevölkerung. Auf der einen Seite haben wir die Möglichkeit, uns zu entwickeln, aber auf der anderen Seite verlieren wir sie, weil das Geld in Bereiche fließt, nicht gedacht ist. Darin liegt der Fluch des Öls. Es ist eine einfache, rein rechnerische Frage. Versiegende Reserven bei wachsendem Bedarf. Der Welt stehen zwei Wege offen. Die Konfrontation oder der Aufbruch in eine neue Ära. Die Ära nach dem Öl, die Ära der geteilten Ressourcen. Aber hat die Welt, wenn sie weiter existieren will, überhaupt die Wahl?